Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Diakonischen Werks, liebe Mitstreitende, als bis vor kurzem auch noch Mitarbeiter des Diakonischen Werks und Regionalbeauftragter hier für das Haus der Diakonie Ludwigshafen, habe ich mich, wenn man das unter den gegebenen Umständen überhaupt kann, sehr gefreut, hier heute zu Ihnen sprechen zu dürfen. Doch, okay, versucht näher zu halten. Und ich soll jetzt hier etwas, ein paar Sätze zu dem Thema Wandel der sozialen Arbeit sagen. Was ist also von Sozialarbeit? Worüber sprechen wir, wenn wir momentan von einem aktuellen Wandel in der sozialen Arbeit sprechen? Mit Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre geben es hier mit Sicherheit einige Stichworte, aber eines ist von zentraler Bedeutung, nämlich das der Ökonomisierung. Ökonomische Rahmenbedingungen und Finanzierungsgrundlagen sozialer Arbeit wurden in den letzten Jahren maßgeblich politisch verändert. Gewollt ist unter anderem ein Mehr an Wettbewerb unter den Leistungsanbietern als ein Mittel zur Kostensenkung. Angebote werden immer öfter nur noch kurzfristig gefördert und zugleich nur noch in budgetierter Form, das heißt gedeckelt, ohne Blick auf die tatsächlichen Kosten. Dieser Trend zur Ökonomisierung sozialer Arbeit wird noch im Zuge weiterer politischer Entwicklungen verschärft, wie zum Beispiel dadurch, dass in den vergangenen Jahrzehnten viele sozialpolitische Aufgaben von oben nach unten abgegeben wurden, das heißt an die Kommunen, ohne dass dies in einer angemessenen Art und Weise gegenfinanziert worden wäre. Die negativen Folgen der Einführung von Schuldenbremsen, insbesondere mit Blick auf Angebote vor Ort, sind derzeit schon abzusehen. Die Bedingungen, unter denen soziale Arbeit erbracht wird, werden also im Zuge dieser Ökonomisierung maßgeblich verändert. Im Hinblick auf ihre Organisationen und damit auch auf die Wohlfahrtsverbände ist festzuhalten, dass diese zunehmend gezwungen sind, sich auf einem staatlich organisierten Markt miteinander um Aufträge und Gelder zu konkurrieren. Wohlfahrtsverbände werden auf diese Weise zu Wohlfahrtsunternehmen, die einen erheblichen Teil ihrer Zeit und Aufmerksamkeit in die Sicherung ihrer eigenen Refinanzierung stecken müssen, was zulasten dieses Spielraums für die eigentliche inhaltliche Aufgabe geht. Mit Blick auf die Arbeitsbedingungen in der sozialen Arbeit lässt sich einerseits eine zunehmende Arbeitsverdichtung feststellen. Infolge verknappter Gelder oder auch einfach schlichtweg nicht angepasster Gelder müssen vielerorts mehr Felder in kürzerer Zeit bearbeitet werden, sodass professionelles Arbeiten immer weniger möglich ist. Entstehende Lücken sollen oft durch die Wunderwaffe Ehrenamt gefüllt werden. Diese Strategie klammert in eklatanter Weise aus, dass die Verberuflichung sozialer Arbeit gerade auch eine Reaktion darauf war, dass eine rein ehrenamtlich betriebene soziale Arbeit historisch gescheitert ist. Auch bei Betrachtung unter den gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen zunehmender sozialer Ungleichheit überhaupt genug Ehrenamtliche gefunden werden können, um all die an sie herangetragenen Aufgaben in adäquater Weise überhaupt umsetzen zu können.